Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2, Assassins of Kings im Yorveth-Pfad. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Harpien zum Kotzen finde? Ich glaube ja. Ja, ich habe einen wirklich sehr anstrengenden Arbeitstag hinter mir. Man sieht es mir wahrscheinlich auch an. Wir haben Samstag, den 30.11. Morgen ist erster Advent, beziehungsweise es ist jetzt schon erster Advent, weil es nach 0 Uhr ist. Eigentlich sollte ich mittlerweile schlafen. Aber ich habe mir gedacht, dass ich auch mal bei The Witcher weiterkommen muss und deswegen werde ich jetzt nochmal was Schönes aufnehmen. Und ja. Wie gesagt, zurzeit Weihnachtsgeschäft und da ist es im Einzelhandel immer sehr haarig, aber es ist auf jeden Fall spaßig. Auch wenn es sehr auslaugend und müde machend ist, es ist spaßig. Ja, ich habe Baltimors Versteck gefunden und zwar handelt es sich hier hinter diesem Gebüsch um eine Tür, die man gerne aufstoßen möchte. Das ist schon wieder irgendwie pervers, oder? Auf jeden Fall können wir sie mit dem Runenschlüssel öffnen und kommen in eine geheime Kammer, die es nun zu erkunden gilt. Wir bekommen auf jeden Fall schon mal das Anzeichen, dass hier... Das wollte ich überhaupt gar nicht machen. Dass hier Magie am Werk ist. Auf jeden Fall interessant, dass hier Feuer brennt. Ich meine... Das muss ja irgendwer angezündet haben. So viel steht ja schon mal fest. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Oh mein Gott, Victor war hier. Das ist gar nicht gut. Rune der Erde, Rune des Feuers, Rune des Mondes, Baltimors Aufzeichnung. I knew you were hiding something from me, Witcher. Nein, nicht du. I wasn't the only one to hide something. Baltimore's notes state that the master will return from the grave to meet with you. Nobody returns from where we sent him. Also doch. Aye, but what of it? No one beside you knows, and you'll not leave here alive. Get him, lads! Aha, wie gut, dass ich aus Versehen Quinn auf mich gewirkt habe. Das spart mir einige Probleme. Wie gesagt, mir fällt da teilweise echt nichts zu ein. Aber ja gut, ich meine, was will ich auch erwarten? Es ist der Dunkelschwierigkeitsmodus, es ist der schwerste Schwierigkeitsmodus. Und wenn man da ein paar Mal an den falschen Stellen gepackt wird, dann ist es halt aus. Gut, diesmal mache ich es nicht aus Versehen, sondern tatsächlich gewollt. Und dann läuten wir das Ganze nochmal ein. Auf jeden Fall ist, ich glaube, Thorak hieß er, der Mörder von Baltimore. Irgendwie konnte man es sich ja schon denken. Ich meine, es lag nahe, dass dem so ist. Auf jeden Fall hält Thorak ein bisschen mehr aus als sein Gesindel, was er hier mitgebracht hat. Das... Ganz ehrlich, das sind irgendwelche Waschlappen und die hauen mir mit einem Schlag so viel. Ich raste aus! Gott, ich habe meine Tastatur noch nie so nackt gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch zu so viel Kraft heute fähig bin. Aber ist ja auch nicht schlecht. Kann ich mal auf Ja drücken? Ich will diesen Spielstand gerne laden. Ich meine, hallo, das ist jetzt... Es ist jetzt nicht so, als wäre das eine besonders schwere Stelle oder so. Ich meine, eigentlich ist das so eine Standardstelle. Aber gut. Es kann auch einfach sein, dass ich einfach keine Übung mehr in diesem Spiel habe. Das ist wahrscheinlich die logischste Erklärung für diese komischen Ereignisse. Ich muss auch zugeben, dass ich längere Zeit nicht mehr aufgenommen habe, aber manchmal kommt man auch einfach nicht dazu. Ich bin froh, dass ich viel auf Reserve aufgenommen habe, denn ich glaube, in nächster Zeit würde ich auch nicht mehr so viel zum Aufnehmen kommen. Es ist einfach... Diese 4 Weihnachtswochen, aber danach ist dann auch wieder Ruhe und
im Januar werde ich dann sowieso mehr als genug Freizeit dann wieder haben, um mich mehr auf das Let's Play zu konzentrieren. Ist der eine davon jetzt schon tot? Ich glaube ja. Wo kommt denn auf einmal das Wasser auf meiner Kamera her? Das ist überhaupt nicht zu erklären. Hat sich irgendwer eingenässt von euch? Ich hoffe doch. Ich werde eure noch warmen Körper zu Boden schmeißen, aufschlitzen. Das kennt ihr, das ist wie mit einem Cup kaufen. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. Drop it like it's hot, 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 drop it like it's hot. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Nein. Und ich muss sie um 12:30 ein Radau machen, aber gut. Meine Schwester ist sowieso nicht da. Wen wundert das, dass sie nicht da sind. Warum klingt das hier immer wieder aus? Was ist das für eine Scheiße? Was? Ich brauche sowieso mal eine neue Tastatur, die ist schon total durchgenudelt. So kann man seine Videos auch voll kriegen. Jetzt reicht's mir auch. Jetzt nehme ich Tränke für diesen Scheiß. Wir nehmen Schwalbe. Wir nehmen natürlich Krähe. Und wir nehmen Waldkauz. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. Oh, du stiernackiger Geralt. Ein. Ja, in Ordnung jetzt. Das reicht auch mal. Wirklich. Ihr hässlichen Scheißzwerge, kommt her. Ist total dumm, dass die einen so einkesseln. Das nervt mich. Naja, ich kann ja versuchen. Yay, ich konnte ihn wegstoßen, immerhin. So, im freien Felde kämpft es sich gleich viel besser. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus jetzt. Gott, was habe ich da getan? Was war das? Das waren meine glühenden Lenden, die das ganze Gebiet entflammt haben. Yay, Thorak ist tot. Damit dürfte der stärkste von ihnen jeden Fall mal fucking dead sein. Sehr gut. Das sieht zufrieden nach meiner... Yo, das hat sich zu meiner Zufriedenheit entwickelt. Nach 4 Versuchen und 8 Minuten hat man es dann auch mal geschafft. So ein läppischer Gammelkampf und man stirbt hier. Jägerrüstung, gelbes Meteorit. Yo, Thorax Schlüssel. Wo führt uns das wohl hin? Hm, hat das was mit seinem Haus zu tun? Vielleicht hat er da Dokumente zu seinem Verbrechen rumliegen. Sowas verbrennt man ja nicht. Das muss man in der Wohnung aufbewahren. Pechdraht. So, gucken wir uns jetzt erstmal Baltimores Aufzeichnung an. Thorak, wenn du diese Worte liest, dann hast du mich erwischt. Aber freu dich nicht zu früh, du Sausacke, denn jetzt erwische ich dich. Durch welche Höllen ich auch gehen muss, ich werde zurückkehren und dir den Frieden rauben. Du wirst leiden. Du wirst weinen. Es gibt keine Gnade für Mörder. Sieh dich vor, denn ich räche mich eigenhändig oder mit fremder Hand. Baltimore. Und so hat er sich tatsächlich mit meiner Hand gerecht. Oh mein Gott, Baltimore, bist du das? Bist du das immer? Des Abends, wenn ich einsam bin und Lust verspüre, dass du meine... Verwerfen wir den Gedanken. Ganz schnell. Ich vergrabe ihn tief. So, jetzt kann ich auf jeden Fall wieder zurückgehen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Harpie nasse? Ich glaube ja. Wir suchen jetzt also in Thorax Haus... Das Schloss, in welches dieser Schlüssel passt, den wir gefunden haben.
Und dann werden wir herausfinden, warum er vielleicht... Oh mein Gott, ich wusste es, dass der Troll irgendwann Spasmen kriegen würde. Du armes Geschöpf, lass mich dein Leiden erlösen. Oh mein Gott, du bist ein... Mein Gott, er wird einen Wurm noch erzeugen. Wir müssen schnell hier weg. Wir müssen schnell hier weg. Die Trollin ist irgendwie nicht ganz gesund, habe ich das Gefühl. Das mit den scheiß Harpien-Nestern mache ich übrigens irgendwann mal offscreen. Das regt mich so auf. Im Grunde habe ich das ja schon fast abgeschlossen. Also. Kommt das ein anderes Mal dran? Jo, als nächstes können wir dann im Grunde da weitermachen, wo ich schon vor einigen Videos zuvor aufgehört habe. Wir das aber abbrechen mussten, weil ich die Succubus-Quest noch abschließen wollte. Die Hauptquest wird bald weitergeführt. Und da erwarten uns einige spannende Entwicklungen. Zum Beispiel diese super total spannende, innovative Ladesequenz. Und dann neigt sich Kapitel 2 so ganz langsam dem Ende. Aber auch nur ganz langsam. Da kommt trotzdem noch einiges. Ich denke so 115, also bis Video 115, dann könnten wir durch sein. Je nachdem, wie schnell ich da bin. Ich weiß gar nicht, wo war denn dieses dumme Haus? Genau da oben irgendwo. Wir gehen mal hier lang. Hallo, Witcher. Moin. Ich glaube, ich komme irgendwann schon dort an. Oder. Wo führt das hin? Nee. Da wollte ich gar nicht hin. Ja, das sieht besser aus. Informiere den Drosten über Thorax. Ich will erstmal in das Haus des Runenschmieds, des ehemaligen Runenschmieds. So, jetzt braucht Wergen wieder einen neuen. Die scheinen genauso kurzlebig zu sein wie die Gewinner von Deutschland zu den Superstar. Hatte der hier nicht irgendwo. Was ist denn? Ah, Olkans Quittung. 200 Orange und ein solides Schwert aus gelbem Meteorit. Was ist denn Olk... Quittung. Die bestellte Ware habe ich erhalten und sende dir vertragsmäßig den ersten Teil der vereinbarten Bezahlung. Allerdings sind die Ausarbeitungen, wie dir klar sein dürfte, recht nachlässig gefertigt. Das Erzeugnis hinterlässt einen klobigen Gesamteindruck. Sollte es mir bei der Verwirklichung meiner Ziele dennoch dienlich sein, erhältst du nach den Verhandlungen umgehend den zweiten Teil der Summe. Worum geht es da bitte? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber gut. I don't care. I love it. 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 Wo ist denn der? Da ist er. Ich habe hier etwas Interessantes für dich. Zeig Geralds Pin. Nein. Zeig Baltimores Brief. By the pricks of the male gods, Master Baltimore's notes! Where did you get them? Yeah. I discovered his vault near the troll's lair. By the way, Thorak, your new rune master, is dead. He and his two apprentices have left for a better world. What? How did it happen? Thorak murdered Baltimore. There's enough evidence in the notes I just gave you. Thanks, Witcher. A reward for your labors. It's not much, but... I'll be needing funds to appoint and equip a new rune master now. Okay, okay, okay. Wieso bin ich auf einmal überlastet? Was habe ich denn gekriegt? Was habe ich gekriegt, ernsthaft? Wow, ich habe ein... Also seien wir mal ehrlich, das ist ein ziemlich gutes Stahlschwert. Das ist ein ziemlich gutes Stahlschwert und es hat drei Aufwertungen.
Das sieht doch ziemlich cool aus. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Ich kann den Eisenring wegschmeißen. Das reicht natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich kann einmal Eisenerz wegschmeißen. Das reicht natürlich immer noch nicht. Wir sind auch eine Stufe aufgestiegen. Das ist ja auch schön. Was will ich mit dieser dämlichen Trophäe? Was will ich mit dieser dämlichen Trophäe? Ich wollte nur nach Hause telefonieren, tut mir ja leid. Charakter. Na, was nehmen wir denn diesmal Feines? Das ist auch ganz nett, aber... Wir nehmen mal Vitalität plus 50. Denn auch ein Magier muss starke Eier haben. Ja, was steht denn jetzt noch überhaupt an? Ich muss mal einmal gucken. Ja, abgesehen von den Harpien haben wir jetzt eigentlich alle Nebenquests erfüllt. Die anderen Quests ergeben sich im Laufe der Haupthandlung. Also alles, was jetzt noch kommt, können wir nach und nach lösen. Ich bin ja überhaupt nicht müde. Naja, es geht noch. Das ist akuter Schlafmangel. Greetings. Mann, wo wohnt denn nochmal hier Mafalda? Brasilda. Philippa. Philippa. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Ich glaube hier oben. Tatsache. Ich hab's gefunden. Ich will wissen, wie ihre Schülerin heißt. Ich muss nachgucken, wie ihre Schülerin heißt. Oh mein Gott, sie ist es. Sie ist ein Nilfgaard-Spion. Wir wissen das. Ich kenne dich nicht. I'm Cynthia, a mage in training. Philippa is my mentor. My condolences. No need for that. True, she's a demanding mistress, but she can also be charming. Ja, ja, ja. Besides, she's the best there is, Witcher. She has no equals, excepting perhaps the old elven sorceresses. You should see her cast spells. Light and graceful she is. Not like that old tart, de Tanzerville. Oh, ha. Kennst du Sheila? You know Sheila? I've seen her cast spells. I've seen all the great sorceresses at work. Sheila's quite manly in her style. Precise, logical, exceptionally composed. But she lacks grace and suppleness. Is that your opinion, or are you just repeating what Philippa says? We agree in our assessment. Triss Marigold, on the other hand, is talented. But she lacks determination, courage, and a certain cold willfulness that seems necessary. Ja, Triss habe ich gar nicht gefragt. Kira Metz and Margarita Lo-Antil are both blasé, seemingly resigned. One's a hedonist and nymphomaniac, the other cares only about her school. They lost enthusiasm for magic long ago. Then there's Francesca Finderbear. Nobody really knows what the old she-elf is capable of. But she's clearly very powerful. I take it Philippa has none of these flaws, but she must have some weakness. Ambition. Infinite, boundless, and burning like the Korath Desert. Wie lange bist du schon hier? Just out of curiosity, how much does a magic course cost? Das habe ich gar nicht gefragt! I'm certain you can't afford it, Witcher. Besides, you're too old. No matter. I have a few of my own tricks as it is. You mean witcher's science? Hmm. Philippa,
can conjure up the illusion of a garden full of flowers, fruit trees, and young elves of both sexes copulating merrily all the day. And the illusion is complete. The flowers have an aroma. The fruit and she-elves are juicy. Invite me over the next time she conjures up this garden. I'll gladly see it. Professional curiosity. You're naturally. But I doubt Philippa's in the mood for complicated illusions. She focuses all her efforts on Saskia. Wir wissen, dass sie eine Nilfgaard-Spionin ist. Wir haben das mitbekommen. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. You wanted to discuss something. Das möchte ich, Philippa. Die wilde Jagd. There's proof that the wild hunt is a vast accumulation of the power. Something that would interest mages, you'd think. To the mere mortal, anything that is not immediately comprehensible is suspect. The product of a conspiracy. And where there's a conspiracy, well, it's obvious mages must have hatched it. I'm a mortal, though probably not a mere one.